Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatores und Niemen Hau zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War 3 Kingdoms. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit der mächtigen Zheng Zhang und wir kämpfen gerade gegen Gao Gan. Der hat unsere Festung hier belagert, hat mittlerweile die Seuche. Wir sind deutlich überlegen. Ich würde normalerweise sagen, wir machen es automatisch, aber das ist das letzte Gefecht, das Gao Gan schlagen wird. Danach wird es ihn nicht mehr geben. Der Sieg bringt Reichtum und Ruhm. Lasst uns nun gemeinsam den Sieg holen. Ja, sehr gut, Schwester. Ich werde diese Chance auf Gerechtigkeit nicht vergeuden. Ups. Gao Gan, du siehst ungesund aus. Ach, da ist er. Alles klar. Da ging es gerade ein bisschen drunter und drüber mit dem Logo, ne? So, ich schenke mir mal hier noch einen Schluck Strategenkaffee ein. Damit wir hier gleich loslegen können. Ich freue mich drauf auf die Schlacht. So, jetzt müssen wir mal gleich sagen, wo fliegen die Fritten da hinten? Ich bin allerdings der Meinung, wir schaffen das auch. Wir schaffen den, glaube ich, auch so. Aber ich will ihm trotzdem nicht den Hügelvorteil hier lassen. Muss man nachher gucken, wie das aussieht. Eigentlich muss da ein Duell her, ne? Unsere Garnisonsarmee, ne? Mit der können wir schweinzen. Eine Armee, die sich regulär bewegt, deswegen wollen wir die nicht überstrapazieren. Also eine Armee, die wir nachher wieder hier zusammenfassen werden. Oh nein. Das ist not good. Oh, du bist außerhalb der Reichweite. Und du willst dich nicht duellieren, ne? Schade. Zurück. Dann treiben wir ihn halt ein bisschen vor uns her, ne? Dem duellierst du dich bitte nicht mit dem solchen Karl-Heinz. Der ist mir ein bisschen zu schwach auf der Brust. Witzig, ne? Jetzt ist er da den Berg runter gehoppelt. Der alte opportunistische Mistkerl. Weil er fest davon ausgeht, dass er die Armee hier unten wipen kann. Klingt so, als würde er Stierkrieger sagen. Die feindlichen Krieger rennen. Sehr gut.
Wir sind seine Hot Wheels da, ne? Flüchte da, 10 Einheiten je Miliz, okay. Bereit. Ihr tut euch schwer! Braucht ihr Hilfe? Alles gut. Unfassbar, ihr könnt reden und kämpfen! Er will sich nicht duellieren. Gut. In den Kopf! Bereit machen! Achtung! Bogenschützen! Geschosse! Feuer! Achtung! Angriff! Antreten! Ich hätte eigentlich gern gehabt, dass Siegau-Gun tötet den Verräter. Aber da kommt ihr nicht mehr dran. Der ist zu schnell weg. Oh, guckt euch das mal an. I dodge bullets, baby. Ne? Der hat nur 8000 Hitpoints. Damn. Die Männer brauchen Munition. Ich weiß jetzt nicht, ob er down gegangen ist. Er ist geflüchtet. Schade. Ja, damit bleibt die epische Schlacht aus, ne? Oder die epische Niederlage von Gauguin. Sehr schade. Verluste waren ja jetzt wirklich marginal, ne? Ja. Wir haben uns Gehör verschafft. Das ist gut. Er hat ja sowieso überlebt, ne? Ich kann also theoretisch auch das Lösegeld fordern und meine Kasse aufbessern. Sie halten uns nur auf. Ja. Gebt niemals nach. So, du kannst nicht mehr hinterher, aber du. Ich kann nicht. Und der hat ja nichts mehr, ne? Ich bin wieder zufrieden. So, dann mach den jetzt mal platt. Stellt euch den Sieg vor und er ist euer. Dann hatte jetzt unser vorbildlicher Kommandant die Ehre, Gauguin zu töten und jetzt muss ich überlegen, wie das ausgesprochen, Xu Shi Juan oder sowas, oder Julan. Julan? Dann zeig mal. Hör auf, der hat nur eine Hauptstadt da hinten? Nee, ne? Vernichtet, alles klar. Im Gefecht getötet. Gauguin. Fraktionsnachfolge hat sich erledigt, ne? Belagerung ist aufgehoben. Gauruo, im Gefecht getötet. Das hatten wir. Das hatten wir. Unterstützung erhalten. Speer, Erbstück und hölzerner Fisch, das ist aber eine andere Unterstützung. Charakterentwicklung, das hatten wir, glaube ich. Verschleiß hatten wir auch. Und Gebäude, zeigt nochmal. Ah ja. Bezirksregierung abgerissen, okay. Im Berüchtigtsein liegt keine Schande. Wo sind meine Schätze? Dann beweg du dich bitte hier hin. Marschieren! Kommst hier rüber, jetzt müssen wir halt gleich diese Revolte dann niederschlagen, oder was? Mal die Steuern aus. Ah, minus 95 ist halt auch viel, ne? Haben die Menschen den Ort verlassen?
teurer Spaß. Wobei ich dafür bin, das sofort zu reparieren, weil ich brauche die Kohle. Und das ist halt hier so schlecht aufgrund der Reserven. Veränderung diese Runde 1. Aktuell sind sie bei 0. Das heißt, wir bauen die halt ganz langsam wieder auf, ne? Und ich glaube, wir bauen die schneller wieder auf, wenn wir hier Steuern eintreiben. Lehnt Autoritäten ab. Kapazität der Ressourcen. Okay. Mhm. Alles klar. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, komm, wir erbeuten jetzt hier irgendwie so ein paar fette Gegenstände von dem Typen. Ist nicht, ne? Zum Herr des Feuers gehört der. Was ist das? Leder des Helden. Hm. Okay. Krass. Warum findest du mich doof, Wang Kuang? Eine mit uns befreundete Fraktion ausgelöscht. Ja, sorry, die waren halt auch einfach doof, ne? Muss man jetzt auch sagen. Aha. Okay. Mögen wir eine gemeinsame Basis finden. Aha, ein Handelsabkommen, das will mir 400... Ja, ja. Das würde mir 444 bringen. Ihr habt sicherlich schon von mir gehört. Wow. Der würde das für diesen komischen Holzfisch machen. Das finde ich echt super. So sei es. Danke, Johann Schau. Ich habe leider noch... Ich habe leider noch keine Ahnung, wie ich diesen Tribut fordern kann. Das will irgendwie keiner. Klar, gut, niemand will gern platt gemacht werden, ne? Aber... So, jetzt drücken wir erstmal die Daumen, dass wir gleich wieder Ressourcen bekommen. Der Fluss steigt immer höher. Und ich hole mir noch schnell was zu trinken, Moment. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe immer noch nicht so ganz durchgestiegen, oder ich bin immer noch nicht so ganz durchgestiegen, worum es da geht mit diesem Handelseinfluss. 120. Heißt das, ich kann 120 Ressourcen handeln oder sowas? Das muss ja auch irgendwas, irgendwelche Auswirkungen auf solche Handelsabkommen haben oder so, ne? Handelswert, ne? Aber der muss ja auch was damit zu tun haben, wie viel Geld der hat, ne? Also das kann ja nicht alles sein, ne? Ein Zuschauer sagte mir übrigens, muss mal gerade nachgucken, ob ich den Namen nochmal finde, Evil Monkey sagte, dass er im CA-Stream gesehen hat, dass hier Infamie nicht verfallen ist. Und dementsprechend könnte das also tatsächlich sein, dass hier verringern minus 1, ne? Infamie-Verfall, Gesamt minus 1 Veränderung diese Runde, derzeitig 17, maximal 500, dass es vielleicht noch geändert und gepatcht wird. Ja, wenn wir das erreicht haben, diese nächste Stufe, das wäre schon gut, ne? Okay, also. Achtung! Du gehst jetzt bitte wieder in diese Armee hier rein. Zusammenlegen. Wo sind meine Schätze? Dadurch gehen zwar Militärvorräte verloren, das ist aber nicht so gravierend. Wir machen jetzt hier auch die Steuern wieder an. Die Bevölkerung ist ganz zufrieden soweit erstmal. Verwerft euer
euer Mitleid, um Ziele Bevölkerung steht hier angeblich auf 0. Abnahme öffentlicher Unternehmen ist dort von gesamt minus 8000. 0 von 800.000. Also da. Also hier in unserer ganzen Komturei lebt momentan keiner mehr. Das ist natürlich Quatsch, ne? Also das müsste man schon so machen, dass das auf dem Minimalwert bleibt, ne? Das wäre schon ein bisschen. Das wäre schon ein bisschen plausibler. Da wir jetzt Geld machen. Ja, das mit der Fraktionsunterstützung, das wird noch. Was wollte ich jetzt bauen? Hier meine Banditenhöhle, ne? Wo ist sie nochmal? Moment. Warum muss ich denn das Ding zuerst ausbauen? Können wir das mal einer erklären? Dann bauen wir mal hier das Banditending. Verweigert Gnade. Berichtet mir von meinen Besitztümern. Nach wie vor sind die jetzt, also sind die in meinen Augen zu teuer. Die gehen halt so schnell down, ne? Durch Fernkampfbeschuss. Es ist halt cool, dass sie selbst welchen haben, aber. Rollerangriff löst. Das löst Schrecken aus, ist halt echt ganz, ganz gut, ne? Naja, es gab Level. Vierzehn, ja, aber warum nicht, ne? Ach, guck mal da, Einkommen aus Industrie fraktionsweit durch den Schmiedemeister. Das ist ja mal witzig. Das sollten wir vielleicht dann wirklich tatsächlich machen. Bringt mir meine Beute. Klar. Dann nehmen wir das. So. Dann hast du noch ein Level bekommen. Fernschein für das eigene Gefolge, ja. Waldstrafen ignorieren für das eigene Gefolge. Einkommen auf Industrie durch die verwaltet kommt frei, ist nicht so wichtig. Das hier mit den Feuergeschossen ist gut. Und dann gehen wir auf die erstickende Flut. Und dann auf das Urteilsvermögen. Könnte sich hier als sinnvoll erweisen. So, du bist jetzt aus Taiyuan wieder raus. Ab nächster Runde kann ich hier einen neuen Auftrag geben, okay. Fein. Oh, interessant. Yuan Shao hat mit Cao Cao ein Friedensabkommen gemacht. Oho. Fraktionserfolge Wang Quang. Kong Zhu hat Ye Jian Li Ting ein Friedensabkommen unterzeichnet. Okay.
Okay. Okay. Könnte interessant sein. Die Kupfermine macht mich ja so ein bisschen an. Ja, das wird wahrscheinlich 1 Milliarde Euro kosten, das Ding wieder aufzubauen. Also warum sollten wir es momentan machen, ne? Öffentliche Ordnung hier mit plus 9 ist ja okay. Berichtet mir von meinen Besitztümern. Ja, du musst, glaube ich, echt noch hier drin eine Runde warten in dem Ding. Ich komme da nicht so schnell raus. So, die Banditenhöhle haben wir, aber die bringt uns jetzt immerhin schon mal den besseren Nachschub. Und die können wir nächste Runde ausbauen, wenn ich das richtig sehe. Cool, weil dann spare ich mir die Kohle jetzt. Steck das noch nicht hier rein. Weil alles andere hier, das sind nur prozentuale Boni, die ich bekomme. Da fehlt auch Kohle. 3700. Oh, Alter, ist das teuer, ne? Okay. Vijian Li Ting hat eine Koalition mit Yuan Shao gegründet. Und hat Cao Cao auch eingeladen, eine Koalition beizutreten. Und so hat mit Yuan Shao ein Friedensabkommen unterzeichnet. Und Vijian Li Ting hat Kong Zhuo gebeten, im Krieg gegen das Han-Kaiserreich beizutreten. Kong Zhuo hat Dong Ming den Krieg erklärt. Okay. Dann sind die da auf jeden Fall nochmal dem Krieg beigetreten. Es wäre echt ganz cool, wenn dieses Banditending zumindest noch so ein bisschen Garnison bringen würde, finde ich. Das kostet mich ein Fuffi. Das ist es mir aber wert. Es ist so schwierig, den Nachschub künstlich zu pushen. Das ist unfassbar. Hier wieder Infamieverfall. Bringt mir meine Beute. Wenn du mal rausgehst. Räuber sind weniger korrupt als Adlige. Wir sind bei plus minus null. Marschieren! Lauf mal hier runter. Also ich würde jetzt mal sagen so, ne? Okay, gut, alles klar. Das nächste Runde vielleicht auch nochmal diese Stadt an. Ist auch okay. Wir brauchen hier nochmal einen Auftrag. Und zwar, was hätten wir hier? Nahrungsproduktion. Reserven. Haben wir hier noch. Zufriedenheit und weniger Korruption. Klingt gut. Militärvorräte, feindliche Einheiten. Wir könnten hier versuchen, die Zufriedenheit nochmal zu pushen. Das geht für 15 Runden. Oder so, mach das mal. Wir wählen die nächste Tag. Wir nehmen die das Bevölkerungswachstum, wie gesagt, ne? Wir pushen das jetzt wieder. Wir haben ja null Bevölkerung hier. Auf eure Antwort. Hinterhältiger Diener für Geld ist okay. Ja, den habe ich ja. Erfolgreiches Treffen. Ja, ja, ist gut. Zhang Yang, du bist ein cooler Dude auf jeden Fall. Yuan Shao hat Yuan Shu den Krieg erklärt. Yi Jian Li Ting hat Kong Zhuo gebeten, dem Krieg beizutreten. Okay. Eine Freundschaft entsteht mit Yin Li. Ist der Kampf vorbei? Ist es gut zu wissen? Okay, gut, das kennen wir ja schon. Beziehung vertieft sich. Mhm. Verflucht Heuchelei!
Warum sind die gerade nicht mehr cool? Harmonie und Disharmonie der Generäle. Okay. Das würde ich jetzt aber gerne wissen, wie diese... Da, Beziehung zwischen Yin Li und Lu Zheng vertieft sich. Ich heiße euch willkommen. Da muss ich den eigentlich hier aus der Armee aussondern. Oder ihn komplett auflösen. Was aber auch irgendwie doof ist. Alle werden den Namen Zhen Zhang kennen. Ach nee, die finden sich jetzt cool. Ich werde nicht zögern. Haltet beim Spannen eines Bogens den Atem an. Warum ist das so? Hartnäckige Schurke verabscheut Disziplin. Klug, zielstrebig, hartnäckig und gierig. Hasst Aberglauben, interessiert sich nicht für Flexibilität. Okay. Ich nehme, was ich brauche. Bereit zum Angriff. Die passen auch nicht zusammen hier. Fördert Weisheit. Rücken aus. Okay, bei denen geht's gut, ne? Wer vorsichtig ist, ist schlau. Marschieren! Ich rede mit meinen Beratern. Ja. Cao Ji ist auch gut. Autoritätsgeneral ist sicherlich auch nicht so verkehrt. Ich will jetzt aber nicht unbedingt die Kohle hier in eine weitere Armee investieren. Das ist mir ein bisschen zuwider. Auf der anderen Seite kann man mit dieser Dödeltruppe halt auch nichts überfallen. Ich muss ja irgendwas überfallen mit ihr. Und die Generäle sind zu teuer. Versammelt alle. Wir müssen Pläne ausarbeiten. Also ich schlage vor, ich schicke dich nach Hedong. Lasst eure Frustration raus. Macht Platz. Und die schicke ich dann hier hoch, ne? Erhebt die Bauern. Und dann rekrutiere ich dir noch zwei Einheiten, schlage ich mal vor. Und zwar, du nimmst noch so einen Bogner mit
Und noch so eine Speerinfanterie, das passt doch dann eigentlich auch. So, jetzt kannst du das Teil hier allerdings... Das kannst du jetzt auch direkt wieder jemand anderem geben. Das kannst du tauschen. Für die Harmonie! Es ist Zeit, über Geschehnisse nachzudenken. Rüste mal das aus, genau. Ihr seid willkommen. Wer hat das? Mach das mal weg. Okay, kriegst nächste Runde das und dann wechseln wir nochmal. Das ist blöd, dass sie sich jetzt, dass meine Gens nicht mehr miteinander klarkommen. Mhm. Friedensabkommen mit Gongsun Jan und Han Fu. Gute, gute Wendung. Dient euch selbst! Komm, nimmst du das mit? Versammelt alle! Wir müssen Pläne ausarbeiten. Zufriedenheit ist bei 17, ne? Nimmst du das bitte mit? Dann ist sie bei 23 und ich rede mit bei euch Berater. Noch Immes. Das wird erstmal gut. Alles wird erstmal gut. Ein hölzerner Köter. Halb Holz, halb Köter. Okay. Alleine durch die Bewegung hier verfällt meine Infamie halt auf null, bis ich mal an der gegnerischen Stadt dran bin, ne? Man kann ja nicht auch einfach so drauf losbretteln und so, Slay, alles platt. Bah. Das geht ja auch nicht, ne? So, und ich hatte mir hier überlegt... Was wollte ich hier nochmal? Diese prozentuale Steigerung der Nahrungsmittelproduktion, ne? Ja, die Banditen habe ich ja schon. Die Landentwicklung selbst wäre halt aber auch nicht so doof. Die generiert wenigstens so ein bisschen Einkommen, ne? Und ein bisschen Bevölkerungswachstum. Wir haben nicht genug Geld, bla bla bla. Das bringt mir aber... Tatsächlich, wenn ich nachher hier... Okay, ich bekäme 4 Nahrung mehr durch das andere Gebäude. Und bekomme im Vorteil... Ja gut, wenn ich das ausbaue, halt vielleicht nachher 20 Nahrung insgesamt, ne? Oder 15 sogar. Kann das ja immer noch umbauen. Sollte man aber hier schon auf eine Landwirtschaftssiedlung gucken, ne? Wir müssen nur gucken, dass wir das Han-Kaiserreich hier loswerden. Han Fu würde nicht einen Angriffspakt mit uns machen. Es ist an der Zeit, dass wir miteinander reden.
Es ist ja auch nur ein Nicht-Angriffspakt, ne? Ein gutes Angebot. Beim Militärzugang bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wer fängt an? Nee, lass mal. So. Wie alt bist du eigentlich? Bleibt in Bewegung. 24. Ja, das können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, bis wir sie verheiraten, ne? Im Berüchtigtsein liegt keine Schande. Es ist Zeit, über Geschehnisse nachzudenken. Versammelt alle, wir müssen Pläne ausarbeiten. So, Bevölkerung hier ist wieder bei 6000 von 1,3 Millionen. Halleluja. So, der müsste doch eigentlich jetzt hier wirken, ne? Plus 10 Zufriedenheit fraktionsweit. Das muss doch auch auf dich gelten dann, ne? Ja, gut, okay. Ja, okay. Das ist ein guter Auftrag, so. Weil das auch halt auch für ihn selbst gilt, ne? So, dann gucken wir mal, wie es im nächsten Part weitergeht. Ich sage jetzt an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zugucken. Freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder im nächsten Part dabei seid und sage bis dahin, macht's gut und Zaijian. Und, ja, sorry, ich kann es nicht aussprechen. Ich kann leider gar keine... Ja, chinesische Aussprache finde ich super schwierig. Mit den Tonhöhen und so, ne? Zaijian, glaube ich, würde man das sagen, ne? Auf Wiedersehen. In diesem Sinne, Pax Vobiscum Valete.